Der fränkische Dialekt fällt ja recht auf in den. Müssen wir den streichen, müssen wir synchronisieren. Yes, please. Heimat für mich ist, wo ich mich glücklich fühle, wo ich mich zurücklehnen kann, entspannen kann. Ein naturell, eine Natursache, zum Beispiel ein Stück weit die Sprache, ist für mich auch ein Stück weit was ich mich erinnere, Essen und Trinken von daheim. So, da komme ich dann schon, jetzt die Spargelzeit, ne? Da kommen Heimatgefühle auf. Das klingt jetzt nach Verfressen oder sowas, das weiß ich nicht. Für mich ist Heimat Norwegen. Ich habe ein Jahr in Norwegen gelebt und immer wenn ich nach Norwegen zurückkehre, ist das so ein unbändiges Gefühl von Freude, was mich überkommt, wenn ich die Gangway vom Flughafen hochlaufe. Das ist für mich unglaubliche Freude, Glück und halt auch Heimat. Und dafür das Gegenteil, wenn ich wieder ins Flugzeug steige, ist große Trauer. Heimat ist eine Sache, die im Kopf ist bei mir, vielleicht auch auf der Zunge, aber nicht jetzt, dass ich Heimaterde immer anlangen muss und nur das ist Heimat und nur da fühle ich mich wohl oder sowas. Sondern das ist ein Kopftheater, ein Kopfkino. Da spielt meine Heimat für mich eine Rolle. Das ist schwierig. Heimat. Okay, Heimat kann ich gleichsetzen mit Zuhause, weil ich schon immer in Küritz wohne und immer noch wohne oder da bin. Bin noch nie weiter weggezogen und habe das Glück, dass meine Arbeitsstelle auch in der Nähe ist. Also es ist alles rund. Ich weiß schon, dass Heimat nicht zu Hause ist, aber was ist Heimat? Eine schöne Frage, wie ich finde. Was bedeutet Heimat? Das ist sehr, sehr wichtig. Ein großer Halt. Ich weiß dann, wo ich hingehöre. Heimat ist, glaube ich, wo ich mich zurechtfinde, wo meine Kultur ist, wo ich mich wohlfühle. Heimat ist da, wo man sich niederlassen kann, fallen lassen kann, sich wohlfühlt. Das muss nicht immer unbedingt das Zuhause sein, wo man wohnt. Das können unterschiedliche Orte sein im Leben. Aufgehoben sein in Gott. Heimat. Das kann ich nicht so gut beantworten. Das weiß ich nicht. Darüber müsste ich länger nachdenken, weil mir die Frage davor lieber war. Die fällt mir leichter. Eine Heimat in dem Sinne gibt es für mich nicht. Heimat bedeutet für mich ein Ort, an dem ich mich wohlfühle. Das ist natürlich da, wo ich zu Hause bin. Das ist aber auch da, wo die Großeltern lebten. Das ist auch ein Urlaubsort, an den ich gern zurückkehre und genau weiß, was mich da erwartet. Ob ich in Portugal bin, wo wir sehr lange gelebt haben, ob ich hier in Berlin bin,
Und ob ich woanders noch hin müsste, mein Zuhause ist da, wo ich bin. Da gibt's nichts anderes. Meine Heimat auch. Heimat bedeutet für mich, wo man aufwächst, also bei mir halt Trier, wo man sich gut auskennt und Leuten, wenn sie zu Besuch kommen, auch alles zeigen kann und auch persönliche Orte hat. Ja. Heimat ist ja auch sowas wie Zuhause sein, sich zu Hause fühlen. Und das kann ich auch überall. Das kann ich, wenn ich ganz bei mir bin, bin ich zu Hause, dann ist das meine Heimat. Und ich kann genauso gut Portugal als meine Heimat sehen, ich kann Deutschland als meine Heimat sehen. Und wenn ich in Bhutan bin, im Himalaya, fühle ich mich so, dass ich dann plötzlich denke, das ist meine Heimat, weil ich umgeben bin von Menschen, die freundlich sind, die lachen. Heimat, das ist mehr als nur ein Ort. Manchmal ist es ein Ort, aber es ist auch immer eine Gemeinschaft. Ja, wo der Kontakt ganz einfach ist. Und das ist dann auch sowas wie Heimat und Zuhause. Ich finde, es ist etwas schwierig zu trennen. Da, wo man sich wohl und aufgehoben fühlt. Das ist, glaube ich, Heimat. Heimat bedeutet für mich Kindheit. Also was ich mit meiner Kindheit, mit meinem Ursprung verbinde, das bedeutet für mich Heimat. Was bedeutet Heimat für mich? Родина – это то место, в котором ты родился, ты вырос. У тебя много в этом направлении мыслей, воспоминаний. И это, наверное, место, в котором ты чувствуешь себя уверенно и уверена, и, ну, в моем понимании, наверное, ты самоутвержден в этом месте. Ich bin in Schlesien geboren. Ich bin Breslauer. Ich habe eine gute Kindheit gehabt. Durch den Krieg wurde dann alles zerstört, Flucht und so weiter und so fort. Die Frage nach der Heimat, die habe ich mir schon mehrfach gestellt. Heimat ist eigentlich für mich kein fester Ort. Ich fühle mich in verschiedenen Gegenden sehr heimisch. Ich bin viel unterwegs gewesen. Und immer da war für mich Heimat, wo ich für eine gewisse Zeit auch gewesen bin. Sei es ob in Nepal, in dem Waisenhaus. Ich habe in einem Waisenhaus für ein paar Tage gewohnt. Das war wie eine Heimat. Ich bin da mit offenen Armen empfangen worden. Ja, ist wahrscheinlich auch, das würde ich gleichsetzen mit zu Hause, was Heimat ist. So. Ja. Ob ich unterwegs bin hier in Europa beim Wandern, es gibt Ecken, da komme ich hin, da bin ich eigentlich da, bin ich zu Hause. Also Heimat ist für mich kein fester Ort. Ich sagte es schon, Heimat ist da, wo ich mich geborgen fühle. Wo ich Freunde und Familie habe, beziehungsweise alle Menschen, die mir gut sind. Das ist für mich Heimat. Berlin halt. Ich weiß nicht, ob das zu groß klingt, aber im Prinzip ist, ich fühle mich heimisch auf dieser Welt. Oder ich sage mal, das schwankt. Hängt ja ein bisschen von den Zeiten ab. Gerade ist es etwas schwierig, sich heimisch zu fühlen in dieser Welt. Aber das ist eher so ein Wunsch oder so eine Vision, mich in dieser Welt, auf dieser Erde heimisch zu fühlen. Und auch was dafür zu tun, dass man sich hier heimisch fühlen kann. Ja. Heimat.
Ja, es ist im Prinzip genauso. Heimat ist da, wo man wohnt, wo man lebt, wo man sich wohlfühlt, Freunde hat. Ja, das ist für mich Heimat. Heimat. Was bedeutet Heimat? Ist mir wichtig, gibt mir Sicherheit. Heimat ist für mich da, wo meine Wurzeln waren. Und zwar ist das im ehemaligen Ostpreußen, das ich mehrmals besucht habe. Heimat, da, wo ich meinen Rückzugsort habe, also mein Zuhause, da, wo mein Zuhause ist, da, wo meine Kinder sind und meine Liebsten, da, wo ich Kraft tanken kann, das ist für mich Heimat, also mein Zuhause. Aber andererseits auch in Berlin, wo ich wohne und wo meine Familie und meine Freunde wohnen. Also Heimat, finde ich, ganz wichtig, ist für mich sprachlich gebunden. Ich fühle mich in meiner deutschen Sprache sehr heimatlich. Ich bin, glaube ich, natürlich Berlin, hatte ich ja gerade gesagt, und die Schönhauser Allee ist sehr heimatlich. Aber ich glaube, eigentlich bin ich an meine Sprache gebunden, dass ich in meinem Humor zu Hause bin, in meiner Ausdrucksweise zu Hause bin, Ich weiß nicht, ob ich ein deutsches Denken habe, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe zumindest eine deutsche Sprache, über die ich mich artikulieren kann. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Heimat. Also Deutschland hat sich ja ganz schön rausgemacht. Ich bin ja noch ein DDR-Kind. Und es ist schön, dass es die Einheit gab, dass sie so abgelaufen ist. Und sicherlich gibt es auch Sachen, die nicht so in Ordnung sind, aber... Jeder von uns steht dafür ein. Wir müssen eben auch mal auf die Barrikaden gehen, wenn was nicht so ganz hinhaut. Deutsche Gedanken sind leider immer sehr missverstanden. Darum ist es sehr schwer zu sagen, ich habe deutsche Gedanken. Für mich ist Deutschland eigentlich ein sehr schönes Land. Mit sehr klugen Gedanken, mit einer tollen Sprache, mit einer tollen Musik, mit toller Kunst. Leider wird die oftmals missverstanden, weil sie von manchen oder vielen Leuten falsch ausgelegt wird. Das ist natürlich schade, aber das ändert nicht, dass ich mich in der deutschen Sprache, in der deutschen Kultur, im deutschen Essen wohlfühle. Heimat ist eine schwierige Frage. Ich bin in beiden Kulturen verwurzelt, also auch im Ungarischen und im Deutschen, auch in beiden Sprachen eigentlich. Und das ist sowohl meine Herkunftsfamilie als auch das Netzwerk von hier, Freunde auch, von zu Hause aus, die hier leben. Heimat ist für mich Deutschland, Heimat ist für mich Berlin, Brandenburg und ich fahre auch sehr gern in den Urlaub, wenn ich mal fahren kann, in Deutschland. Okay. Also ich bin Neuberlinerin und ich kann von ganzem Herzen sagen, ich bin noch nicht wirklich gefühlstechnisch angekommen in Berlin. Somit ist die Heimat nach wie vor noch für mich Frankfurt-Oder, da wo ich herkomme. Und Berlin sozusagen die Wahlheimat. Ja. Heimat ist für mich, wo Menschen sind, denen ich vertraue. Ein friedlicher Ort, also und dann, also. Meine Heimat ist, glaube ich, Pankow. Heimat, über den Begriff habe ich eigentlich noch
nicht wirklich nachgedacht, weil der Begriff Zuhause sagt mir mehr als der Begriff Heimat. Für mich ist es zumindest mit keinem Land verbunden, keiner Stadt, sondern das Heimatgefühl setzt sich auch für mich aus Menschen zusammen und aus Arbeit, also Tätigkeit, nicht bezahlte Arbeit unbedingt, aber aus dort, wo ich etwas Sinnvolles tun kann, da ist für mich auch Heimat. Ich bin hier geboren, bin auch rumgereist und habe auch woanders gewohnt. Aber ich bin in Pankow, das ist meine Heimat. Boah, mit dem Begriff Heimat kann ich nicht viel anfangen. Ich weiß nicht, was Heimat ist. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle und glücklich bin. Aber ich brauche unbedingt inneren Frieden auch. Das ist auch Heimat. Es ist schwer für mich, in einer konfliktreichen Umgebung zu leben. Und ja, ein friedliches Heim in Pankow, das ist meine Heimat. Ich komme ja aus Sachsen, lebe jetzt in Berlin und weiß nicht genau, wo ist jetzt wirklich meine Heimat. Aber ich glaube, sie ist sowohl in Sachsen als auch in Berlin. Ich bin da aufgewachsen, da lebt meine Familie, da gibt es ganz alte Freunde von mir. Hier habe ich mir aber schon vor einigen Jahren neue Netzwerke aufgebaut, neue Freundschaften geschlossen. Und Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle, wo ich lachen kann, wo ich mich fallen kann, wo ich so aufgenommen werde, wie ich bin. Ja. Ja, Heimat. Heimat ist da, wo man seine Wurzeln hat. Ich bin in der dritten Generation Berlinerin. Also würde ich mal sagen, eine Ur-Berlinerin. Und Heimat ist für mich mein Umfeld, meine Freunde. Ich bin hier so verwurzelt und ja, ich fühle mich einfach hier zu Hause und wohl. Weiß ich nicht. Heimat ist für mich ein Ort, wo ich halt wirklich hingehen kann oder wo ein Haus ist, eine Wohnung ist, wo ich die Tür hinter mir zumachen kann und ich fühle mich echt daheim und geborgen und weiß, okay, hier kann mir nichts passieren, hier bin ich sicher, hier geht es mir gut. Und halt auch die Leute, die man gerne hat, die befinden sich ja meistens auch in der Heimat und die Familie. Heimat ist auch für mich Familie. Familienfeste, Familienfeiern, Weihnachten, Zusammensein, Ostern zusammensein, Geburtstage zusammen feiern und ja, auch hier um die Ecke. Heimat bedeutet für mich, in eine Ruhe zu kommen, in der ich merke, dass ich gerade nichts vermisse. Kannst du dich nicht entscheiden, mein Schatz? Heimat ist ein Begriff, mit dem ich gar nicht so arbeite. Weil ja, Heimat ist auch für mich eher ein Gefühl und hat auch mit Menschen zu tun, vor allen Dingen. Ja, ich fühle mich bei Menschen zu Hause und auch beheimatet. Ja, Heimat ist der Ort, in dem ich groß geworden bin. Ein ganz kleines Dorf in Hessen, wo auch noch ein Teil meiner Familie lebt. Und wo man hessisch babbelt, ja, das ist auch ein Stück, das gehört zu meiner Heimat dazu. Und ich glaube, dass sich daran auch nie was ändern wird. Also Berlin ist nicht Heimat. Nach Berlin bin ich hergezogen. Aber ganz konkret nüchtern ist eine Heimat für mich das Saarland. Ich bin Saarländerin und meine zweite Heimat ist Berlin.
Da, wo ich mich geerdet fühle, da ist für mich Heimat. Aber Heimat wird sich nicht ändern. Das wird immer da sein, wo ich herkomme. Heimat ist ein Land. Ein Land sagt nicht viel. Du brauchst kein Haus, um zu Hause zu sein. Und du kannst reich sein und trotzdem allein. Du brauchst nur ein Lied, das dich bewegt, und dein Herz, das sich neben dich legt. Und dann stehst du auf und alles wird hell. Und alles, was stillstand, dreht sich unfassbar schnell. Heimat. Was bedeutet Heimat?